Saving. Ich dachte gerade, da ist irgendein Viech, irgendein Dinosaurier oder irgendwas, weil das so mega komisch aussah. Aber es ist einfach nur. Ich habe keine Ahnung, das ist ein Skelett oder irgendwas. Ich habe keinen Schimmer. Es sieht komisch aus. So, was? Man kann den Witcher in andere Frisur verpassen. Auch eine Glatze. Ob es eine Glatze gibt, weiß ich nicht. Oh, was ist das denn? Okay. Und jetzt? Ich habe es analysiert. Ah, sie ist noch da. Okay. Sehr, sehr komisch. Hinten ist noch was. Mann. Keine Ahnung, was das war. Ich habe es nicht richtig gelesen. Henbane, hurra! Müssen wir alles einsammeln. Here it is. I hope Stella's still inside. Okay, ich dachte, die Karte ist größer. So, jetzt pass mal auf. Ich laufe da nicht hin. Wo war denn das jetzt mit diesem komischen Rhinoceros da oder mit diesem komischen Wildschwein, was das war? Das ist viel spannender gerade. Ach, da unten war das. Kam ich da hin? Von hier aus? Ich weiß, ich muss zum Camp, ich weiß, ich muss unsere Tochter suchen, aber ganz ehrlich, ich finde das gerade viel spannender hier. Ich meine, soll sie nicht weglaufen? Selber schuld, blödes Gör. So, was bist du denn? Er hat natürlich keinen Kommentar dazu. Sehr gut. Was ist das? Aha. Ich habe keine Ahnung. Lord abgelenkt. Ja, ich will das alles erkunden hier. Damn. I forgot how ugly she was. It's incredible that she's still hanging there. Okay. Damn. I forgot how ugly she was. It's incredible that she's still hanging there. Möchte mir auch einer erklären, was das hier ist? Naja, es hat bestimmt später noch eine Bedeutung. Was ist das? Irgendwie Psycho-Dinge hier. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Das werden wir später wahrscheinlich rausfinden. So. Ich weiß, ich muss zum Camp, aber irgendwie habe ich hier mega Bock gerade zu erkunden. Und ich weiß, wir kommen hier später bestimmt noch hin. I have to find Stella before night falls. I have to find Stella before night falls. Okay, gut. Hast mich überzeugt, Spiel. Aber auch bloß, weil du mich so nett daran erinnerst, dass wir noch eine Tochter haben, die wir suchen müssen. Gut, 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 gut. Finden mal unsere Tochter. Achso, ich dachte, ich kann da hochklettern. Dass das ein Shortcut wäre. Bis jetzt kann man gut einschlafen. Ja, es ist sehr angenehm gerade. Dies ist durchaus richtig. So, da ist das Camp hier unten. Glaube ich, oder? Aha. Sieht toll aus. Also die Atmosphäre ist schon mal super in dem Spiel. Also zumindest als Wandersimulator. Das Lustige ist, man glaubt, dass das hier bis hier runter, dass das ewig weit ist. Aber ist es gar nicht. Das ist halt ein Katzensprung. Wir sind jetzt halt, glaube ich, in 2 Minuten von hier oben nach hier runter gelaufen. Interesting. Was haben wir hier? Oh, wieder was zu lesen. Camping and Summer Camps. Camping and Summer Camps date back to 1912 when Anthony Benjamin's... keine Ahnung. Organized the very first summer camp in Olof's Lessie. Forests of Olof. Olof.
Bennis der Castle Lipnes, Swoisig, ich habe keine Ahnung, ich entschuldige mich, was introduced to scouting while he was visiting England and decided to bring these ideas to Czech children. By the next year, there were 15 different youth groups for camping in nature. The desire to educate children under primitive conditions was the main focus of these early camps. Pitching a tent to catch the morning sun or setting up a kitchen where smoke wouldn't fill the whole camp proved to be challenging, yet also extremely rewarding, both as learning experiences but also fitness training. Hurrah! As time passed, readily available camps like this one prevailed. One of the reasons was time constraints. While originally a single camp session lasted a month or more, later a session lasted a mere 14 days. The activities shifted from forest life and securing food to modern camping. Fully scheduled programs filled with educational games and team activities. Ja, das sind so Sachen wie Teambuilding und sowas. Nicht wirklich spannend. So, Lucky Leaf Summer Camp. Das schaut ja richtig toll aus. Huh? Oh, damn. Schön, dass die Metallstreben auch verschwinden. Also die Metallketten, dass sie auch gleich mit verschwinden. So, immer schön einen Schluck trinken. Das Camp hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Stella, I'm here to bring you home. I see. It won't be easy. I should look around. Okay. 15.7. Night Watch. Stella, CH, Jana K. Don't sleep on your watch if you don't want our great Moravian bass up the stream. Up the stream? Keine Ahnung. Hört sich an wie Musikinstrument. Was haben wir hier? Nix. Halt, hier ist was. Take. A cryptic note. Okay. Ich habe gerade Zelda-Feelings mit dieser Musik im Hintergrund. So, mal ganz kurz. Herbalism. Hier ist alles voll. Hier ist auch alles voll. Hier ist auch alles voll, okay. So, das heißt, wir haben tatsächlich alles zusammengeschnitten, was wir momentan schon zusammenschneiden können. Sehr schön. Okay, was ist das? Achso. Die komische. Sehe ich die Pilze eigentlich? Ja, okay, ich sehe die Pilze. Das ist schon mal gut. Irgendwie schaut das Camp ein bisschen arg verwahrlost aus. Also, wisst ihr, was ich meine? Weil hier alles irgendwie so halb schief hängt und alles irgendwie so halb kaputt ist. Oh, Tannenzapfen. Sehr komisch. Okay. Ah. Take. Ein Tagebuch. New document discovered. Turek Chauvas Journal. Was? Okay, Moment. Das lese ich so nicht. 4. Juli. I'm finally here and it looks awesome. And we will be staying outside in real tents. It looks so cool here and I've made my first friend already. Her name is Christina and she's staying with me in a tent. Uhuh. This is going to be amazing. Daniel and Nina are so wonderful. July 5th, so we are a Team Eaglets. Nice, and there is going to be a big camp game this year. Our leader is Pavel, who looks really friendly. July 7th, I'm so busy here. I thought I would write more, but there just isn't enough time. The camp game is weird. I don't like it much. It reminds me of a history class mixed with a folk horror story. And some of the boys here are weird. There is this S. Who acts totally strange. Also, I don't trust the head honcho a single bit.
better be careful. I will keep my journal hidden from now on and I will not write their full names in case they find out. July 8th. S is too weird. He walks around like a zombie, always carrying these strange chestnut toys. I should stay away from him. Also, what's with H and a harmonica? We should all take turns jumping on it. I think there could be one song she didn't ruin because she took a break and went... Schön. July 9th. A small victory. H is confined. She has some nasty skin disease. Yuck. So she's no longer killing the camp songs with her horrible playing. Schön. July 10th. What a horrible night. I woke up and S was here. He was staring directly at me. He held one of his toys and mumbled some weird letters. I screamed as much as I could and luckily for me, P was there in a second, pulling him out. I hope D will kick him out. July 11th. After what is happening here, I better stop writing. I managed to keep out of the view, mainly because of PK... was not that lucky. Because of P, K was not that lucky. Okay. Christina war nicht so glücklich dann offensichtlich. Die hat's erwischt. Mit Christina war er praktisch in dem Zelt hier drin. Und sie war nicht so... Oh. Und irgendwas ist passiert. Okay. Er hat es übrigens sehr gut versteckt, jetzt einfach hier drauf liegen lassen, finde ich gut. Sehr gespannt. Okay, da ist ein Kreuz drauf gemalt hier. Ein Fußball. Ist auch schön, das Spraying hat sich da komplett durchgebrannt durch das Holz. Finde ich gut. Das Zelt ist offensichtlich kaputt. Ach, das war, glaube ich, auch mal ein Zelt hier, oder? Kann das sein? Oder ist das ein Beet? Man weiß es nicht. So. Ja, schrei doch einfach noch lauter. Wer ist das denn? Ach, das sind Kastanien. Das ist ja cool. Das war, glaube ich, der komische Typ, der Kastanien macht. Kann das sein? Sind das Kastanien, was er meinte? Also was in dem Notizbuch stand? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Kastanien auf Englisch heißt. Another ribbon. What a strange location. Entschuldigung. Musste sein. Okay, was haben wir hier? Der Schlafsack ist der einzige, der so ausschaut. Was haben wir da? New document discovered. Inquisitor's Initiation Pass. Start here. Mirror. Okay, das hier ist das komische... Das ist das komische Dingens, was wir gefunden haben. Also das komische Viech da, was da oben hing. This map is a secret. One word and you will feel the wrath of the Holy Inquisition. Really, we will totally kick your ass if you tell anyone. Okay, Holy Rock. Der heilige Fels, heilige Stein. Keine Ahnung, wie man es genau übersetzt. No entry for blasphemers. Und ich muss mal mein Handy ganz kurz lautlos machen. Das ist etwas nervig. So, jetzt ist lautlos. Stay away from this place. Tod. Okay. Fallen Tree. Okay, hier waren wir. Weil da ist das Camp hier nämlich. Wooden Tunnel of Courage. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Aber okay. Sehr schön. Yo. Another ribbon. What a strange location. Das werde ich nie wieder vergessen. Der heilige Stein. Ja, siehst mal. Come out, I'm here.
komm raus, wo immer du bist. Das sieht sehr schön aus. Wieso ist das Wetter hier eigentlich immer so mega beknackt? Also guck mal die Wolken an, das ist ja... so bestimmt mega kalt. Achso, ich kann ja nicht runterspringen, genau. Ich muss ja genau runterlaufen. So, was haben wir noch? Ah ja, wir haben noch mehr Zelte. Ich guck mal die Zelte erstmal an, bevor wir in die Hütten gehen. Das hier so komische Voice-Nachricht. So, was haben wir hier? Pflaster. Das können Pflaster sein. David! Wie Vendetta! So, oh Gott. Vanex Journal, July 4th. Looks like another boring summer. Stuck in this place. And they took away our phones too. I might as well write this journal to keep myself occupied. July 5th. Oh yeah, Eaglets. What a dumb name. And now we're supposed to play some stupid games. July 6th. Oscar is so cool. He tricked Daniel by giving him some cheap Chinese cell while keeping his real one hidden. Now he let a few of us play games on it. Epic. He told us that he has a great idea, but it's a secret. July 8th. We are now the Inquisitors. Ha! I love this. Forget the stupid camp stuff. We got a real game going on. It's secret, so I better keep quiet in case this falls into the wrong hands. July 10th. I don't know about this game. Was? I don't know about this game anymore. Things are getting kind of nuts. Oscar is still awesome, but maybe we should chill a little. I will talk with him tomorrow. July 11th. I spoke to Oscar and he blew up. He threatened me with some holy punishment if I ever talk like that again. I just wish all this would end. For now, I'll stay quiet and not try anything. July 13th. It's getting worse and worse. Now I'm not doing a thing, not even speaking. I just want to survive without being punished. Was? July 14th. They're planning something tonight and it might end up really, really bad. Okay. Gut, ja. Ein Spaß. Kinder in dem Camp, das kann ja gut werden. Ich frage mich, wo der Aufseher ist, beziehungsweise der, keine Ahnung, Fahnenführer, Campleader, keine Ahnung, wie man das nennt. Ich war nie in dem Camp. Ich mache das lieber virtuell. Habe ich mehr davon. Ist für mich lustiger. Maleus Maleficarium. Was? Okay, haben wir irgendwas? Nö. Ist das ein Christenfundicamp? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Absolut 0,0% Plan. Da ist wieder ein kaputtes Zelt. Das ist sehr gut. Aha. Hier ist ein Zelt, das offensichtlich noch nicht fertiggestellt wurde. Aber die Pflanzen schon schön drin wachsen. Das finde ich gut. Aufmachen. Ich hoffe, das ist Wasser und kein Blut. Was ist das denn? Ist das eine Peitsche? So was ähnliches hat der Lazy Frosh auch. Da hängen dann hier so Netzwerkkabel dran, was das rote ist. Ich glaube, das meinten die mit Holy Punishment. Ich glaube, die... Ja, okay. Warum auch nicht? Das ist zum Streicheln. Ja, genau. So, der Hexenhammer, lateinisch Maleus Maleficarium, ist als Kriminalkodex ein Werk zur Legitimation der Hexenverfolgung. Aha! Wieso weißt du sowas? Aber ich habe das schon mal gehört irgendwo. So, war ich jetzt in allen Hütten drin? Google, ja. Ah, hier ist wieder eine schöne... Ich glaube, das ist die Mundharmonika und ich glaube, sie haben tatsächlich mal ein bisschen draufgetreten. So, das ist Blut. Ja, weiß ich nicht. Das sah nicht so aus wie Blut. Das sah mir wie Wasser aus, aber ist schwer zu sagen. So, ich gehe noch nicht rein, weil das ist die Mundharmonika. Wir haben von Mundharmonika-Musik gehört. Ich will mich erst noch umgucken hier. Was ist das? Ein neues Dokument mit
rätseln. Okay. Hat die Chefin mir gesagt. Aha. Aha, guck mir. Erwischt. Ein Bonbonpapier. Ich weiß nicht, wo ich zuerst hin soll. Ach ja, Google weiß sowas. Ja, das stimmt. Man müsste bloß googeln, aber das kann man während dem Spiel nicht so ganz. So. Da haben wir Zettel, die ich nicht aufmachen kann. Hallo. Okay. Hier ist ein Haufen Zettel und der heilige Biber von Nostradamus. Keine Ahnung. Und ein Zettelchen. So, hello, sweetie. Mommy and Daddy are so happy that you're feeling better. We were worried sick that you would have to leave your beautiful camp. How goes the music composition with our little Mozartess? Ich glaube nicht so gut. We hope that you don't forget to compose every day. We want the whole world to know how talented our sweetie pie is. Kennt ihr das? Wenn Eltern so Scheuklappen vor den Augen haben und sich so denken, ha, unser Kind, das ist so toll, das ist so intelligent und so talentiert und sonstiges. Und dabei ist es einfach nur ein talentloser Kackbratzen. Furchtbar. Listen to this. I called my friend and imagine this. A real music professor wants to see your music. It will cost us, but we're always here for a little darling girl. Don't forget to practice and brush your teeth at least 3 minutes twice a day. Love, Mom and Dad. Also gut, ich weiß es nicht. Die anderen Teilnehmer fanden das nicht so lustig. Ihre musikalischen Künste. So, davon gibt es 100 Stück, glaube ich, von dem Bonbonpapier. Ja, das stimmt. Und ich, achso, ich kann nicht nachschauen im PDA. Warte mal, kann ich hier nachgucken? Journal Collectibles. Wir haben 12 von 100 gefunden. Also ein bisschen was vor uns. Bam, 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 bam. So. Easy, fast geschafft. Ja, sowas von. Okay, wie geht's denn weiter mit diesem Wandersimulator gerade? Weißt du, jetzt beschwere ich mich noch, dass hier keine Action gerade ist. Und wenn dann die Action losgeht, dann stehe ich wieder da und denke mir so, wow. Oh, jetzt wird's lustig. Was? Okay, hier ist ein Kuss drauf. Hier sind zwei Krabbenhände. Und hier verbrennt jemand am Scheiterhaufen. Der ist doch schön. Hater, beware, brave warriors. Our main adversary, the evil witching, is going to burn at the stake a poor woman who goes under the name of Hater. Hater, 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 keine Ahnung. Hater, Hater. He already managed to convince the Zimbrick's castle master that the crayfish she catches and eats are actually venomous scorpions. Achso, Skorpione sollen es uns sein. Witching spreads this lie to prove that she has formed a pact with the devil and now he has an excuse to dispose of her. Nothing could be further from the truth as we all know that crayfish meat is delicious. I walked the path but failed to rescue her. It's up to you now. Exit our settlement through the main entrance and turn left. Go on until you reach the brook. There look for a small bridge and cross to the other side. If you follow the brook, you will find the helpful crayfish. They will show you the way to poor Hater, 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 keine Ahnung. If you manage to save her in time, there might be a reward waiting for you. Okay. So. Ich warte schon auf einen Schockmoment und Gekreische. Das Spiel ist etwas langsam mit dem Horror. Ja, Horror hat halt Pause jetzt. Horror macht Urlaub gerade. Macht gerade Campingferien. Ich finde es aber schön, dass die so schöne Bierflaschen hier haben. Ich finde das gut. Also ich finde das toll, wenn du so ein Camp mit Kindern hast, da dürfen die Bierflaschen nicht fehlen. Ist ganz wichtig. Passt zum Lord. Was soll das denn jetzt heißen? Ich habe auch Outlast gespielt.
Okay, dann geht's weiter. Gucken wir erstmal hier ein bisschen um. Wir haben noch zwei Gebäude, die wir uns anschauen müssen, nämlich die großen. Da war ich noch nicht. Was ist das hier? Haben wir auch schon. Okay, hier ist nix. Okay, hier ist ganz viel nix. Das sind die Psychopflanzen, also Psychopilze. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Was ist das denn? Aha. Gut, wir haben irgendwas gefunden wieder. Stella, are you there? What's that sound? It came from upstairs. I need to get inside and fast. Okay. Ihr kennt mich. Das Spiel will, ich muss genau dahin. Das heißt, wir laufen da hinten lang. Einfach nur, weil ich wissen, was in dem Gebäude noch ist, bevor ich da reingehe. Ansonsten war ich jetzt, glaube ich, überall in jeder Hütte und sonst was drin. Ach, da sind auch noch Hütten da unten. Ja, geil. Messhall. Voices coming from inside. It's not Stella. I should be careful. Locked. Keep off the back door. Du hast doch keine. Du hast noch nicht den Garten umgegraben. Ja, ich weiß, das muss ich auch noch machen. Da kommen Stimmen von innen. Aber hier ist halt keiner. Wieso kommt da Stimmen, wenn hier keiner ist? Das ist alles sehr mysteriös. Ja, locked. So. Was? Don't forget to turn Mess Hall Main Switch. Okay. Und jetzt? I need a better tool. Ja, Schrauben vielleicht? Ah. Ah, ja, okay, ich habe die Schrauben hier nicht gesehen. What do we have in here? Okay. Was? July 4th, Reconnaissance completed. Squires, Kuril O, Roch R, Cihal A, Yusak P, Vaskova L, Pilna M. Coops. Achso, das sind die Teams. Eaglets. Sprouts, Shepherds. Okay, das sind die Hidden List. Ja, das sind die Teams sind das. M Scare with was? Hettelnova, M Scare with Scissors. Left Show filled with oil. Palny M Book Altered. Steadicare Salty. Oplosil S Blamed. Sleeping Bag Perfumed. Oh toll. Swapped homeopathics with real medicine. Okay, hätte Lenovo. Lenova. Dankova. Showergel mixed with glue. Der Klassiker. KDML. Show Thumbag installed. Thumbtack installed. Inquisitors. Hideout discovered. Important pages torn out. Found smelly substance on the way back. Curl O. Substance delivered. Sleeping bag semi full. Aha. Sleeping Bag Semi-Full. Ja, das ist das, was wir da hatten, dieses, wo Telpeto meinte, dass das Blut ist, irgendwas anderes. Beer Trap discovered in a forest and primed. Curl O, letter delivered, signed. Chudak P, Inquisitors, code cracked. Inquisitors, eavesdropped on a meeting. Chudak P, baseball bat hidden. Match A, got Inquisitors master key. Aha. Okay. Bin ich jetzt hier fertig? Fehlt hier noch was?
Kann ich jetzt noch irgendwas machen? Muss ich hier noch was machen? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir haben den Schlüssel. Das heißt, wir kommen jetzt bestimmt in diese Messehalle rein. Achso, das war's. Mehr gibt's hier nicht mehr. Damn, nothing. I better check the wiring. Das bringt es reinzugehen, weil ich sehe eh nichts. Ich habe keine Taschenlampe. So, komme ich jetzt hier oben rein?